Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Elite Dangerous Horizons. Wir sind hier in, wie heißt es? Velasquez Gateway. Klingt so ein bisschen so spanisch, mexikanisch, irgendwie so. So ein mexikanischer Schwerverbrecher namens Velasquez, ja? Irgendwie so. Auf jeden Fall, wollen wir hier doch nochmal gucken, dass wir nicht ein bisschen noch mehr Credits bekommen, als wir ohnehin schon haben. Hauptsächlich, ach du meine Güte, Eilzustellung. Nach Yolan Works, ein erfahrener Kurier für einen wichtigen Lieferauftrag. Für den Auftrag muss der Pilot eine Ladung Nahrungskartuschen nach Yolan Works in System 36 auf Yuchi liefern. Bei auf erfolgreichem Abschluss des Auftrags erhält der Pilot ein Honorar von sage und schreibe 54.335 Credits, sofern die nach Yolan Works gelieferten Waren tatsächlich den am Startpunkt geladenen Waren entsprechen. Jo. Wirkung auf Ruf, Mittel, das ist geil. Das nehmen wir. Zack. Der Funke, Schatten, die Vorhung, eine Sache zu Ende bringen? Nö. Gut, haben wir die jetzt geladen? Jo. Dann einmal zur Oberfläche. Und dann müssen wir einmal gucken, dass wir da auch hinkommen. Da ist es. Wunderbar. Da kommen wir sogar so hin? Meine Güte. Systemansicht. Denn wir müssen ja auch gucken, dass wir da auf diesen Planeten kommen. Ah. Lädst du das jetzt mal? Na also, da. Alles klar. Dann hätten wir das schon mal geplant. Also gut. Damit hätten wir das jetzt. Ein bisschen schneller könnten wir eigentlich schon. So. Das war verdammt knapp. 36 auf Yuchi. Da müssen wir hin. Und ich dachte mir einfach, weil es ein bisschen angenehmer ist, wenn wir ein bisschen Hintergrundmusik haben. Anstatt dieses komische Ambient-Gedudel im Hintergrund, nehmen wir etwas, was eigentlich immer zu Sci-Fi-Settings passt, nämlich Reggae. Und dann fliegen wir das dahin, geben das ab und naja. Zack. Alles klar, wir müssen irgendwie dahinter. So. Yolan Works. Da müssen wir hin. Und jetzt werden wir langsam auch deutlich schneller. Alles klar. Ja, meine Güte. 7. 7 ist eigentlich schon gut. 6. Es wird langsam knapp. Aber ich denke mal,
Das kriegen wir hin. Ja. Ja, das sollten wir hinkriegen. Das sollte doch kein Problem sein, da vernünftig drauf zu landen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir auch wirklich die Station finden. Yolan Works. Na? Da. Alles klar. Alles klar, dann ist ja alles super. Ah, ein sehr kleiner Planet. Aber mal. Obwohl, na, er ist aber sehr massereich. Er hat jetzt schon 0,6 G. 0,7. Aber mal sehr massereich. Obwohl, vielleicht ist er doch nicht so klein. Er wirkt irgendwie kleiner, als er ist. Er hat doch ungefähr Erdmasse. Ja, Erdmasse kommt ungefähr hin. 1 G hat er auf jeden Fall jetzt schon. Also vielleicht ist er auch ein kleines bisschen schwerer als die Erde. So, unsere Heimat. Aus Orbital Cruise austreten. Von mir aus. So. Und gleiten schön nah ran. Das sieht doch gut aus. So wird das doch was. Gleiten beendet. Na, ist immer noch so weit. Na gut, na gut. Es wird schon klappen. 10 Kilometer noch. Wir sollten aber auch bedenken, dass wir nicht allzu schnell fliegen sollten, denn... Das mit der Gravitation und so funktioniert hier ja doch ein bisschen anders. Vor allem hier auf diesem Planeten, wo wir jetzt schon über der Erdmasse sind. Der ist wirklich schwerer als die Erde, dieser Planet hier. 1,01 G haben wir jetzt. Also ein kleines bisschen schwerer als die Erde ist er schon. Wahrscheinlich ist er auch ein kleines Stück größer. So genau kann ich das jetzt so nicht sagen. Und wir müssen... Andersrum. Alles klar. So. Na also. So kriegen wir das hin.
Alles klar. Jolan Works. Dann geben wir das Ganze doch mal am schwarzen Brett ab. So. Waren abliefern. Hat ganz schön was gebracht. Na also, wie viel denn auf... Oha, 92% haben wir jetzt an Rang. Meine Güte. Kurier gesucht, Eilzustellung, geheimer Frachttransport. Eilzustellung mal wieder, genau. Liebe Freunde, das machen wir einmal. Sternenhafen Mining Station 1. Genau. Sprengstoffe. 36 Stück. Da werden wir wohl 2 Sprünge fliegen müssen. Aber das kriegen wir hin. Hintertürchen? Nee. Also gut. Jetzt haben wir auf Starten gewählt. Nein! Naja, okay, es wird schon irgendwie klappen. Da hinten müssen wir hin. 2 Sprünge. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Ah, na toll. Okay, vielleicht... Vielleicht kommen wir so ja ein bisschen... besser... in eine bessere Position. Wir haben es ja jetzt gesehen eben, unser Anflugsziel ist vom Planeten verdeckt. Wenn wir jetzt ein paar Kilometer hochsteigen, sollte das eigentlich klappen. Also er wäre jedenfalls jetzt schon ein bisschen... Wir hätten ihn jetzt schon mal frei. Wir müssen jetzt nur noch hoch genug, dass wir den Frameshift starten können. Dann haben wir es auch geschafft. Wir müssen auch die Kiste ein bisschen abkühlen lassen. 42. 40. Ich glaube, so wird das was. 38. Okay, er lädt ihn schon mal auf. Na also. Das hat doch gut geklappt. So müssen wir die nicht wieder abwählen. Um dann in den Super Cruise zu gehen, um vom Planeten wegzukommen. Das haben wir nicht nötig. Er meint, er hätte wichtige Informationen für mich. Nee. Hat er nicht. Wir bringen diese Waren jetzt zu unserem Ziel. Und das war's. Wir lassen uns auf solche Spielereien hier nicht ein. So, kommen wir raus? Na also. Na also. Oh, Mining Station.
Da. Da haben wir es. Ach, so weit ist es gar nicht entfernt. Das ist gut. Das ist wunderbar. Brennstoffe. So, wir sollten schon mal ein bisschen langsamer. Noch ein Stück, noch ein Stück. So wird es doch was. Und hoffentlich kommen wir damit jetzt auf einen Rang von 100%, damit wir einen Aufstieg machen können. Hoffentlich. Er sagt, die Auswirkungen sind mittel und meine Güte, das sind verdammt dicke Krater. Das war aber hell. Okay, okay. Weiter geht's. Ich denke mal... Ah, hier oben. Wenn man nicht weiß, wo es hingeht, einfach den Sternhafen auswählen. Das Icon hier hat Pfeile. Die zeigen zum Eingang. So. Ja, wir kommen doch gut rein. Ja, sollen sie mal ruhig. 15. 15 ist da. Gut, gut. Wunderbar, was für eine schöne Landung. Und wir verkaufen bzw. schließen unseren Auftrag ab. Und helfen damit auch der Föderation. Und das ist was Gutes. 95. Ja, okay. Der Raubüberfall. Leichtguttransport. Vielleicht hatten wir irgendwas bei den Universal Cartographics? Nee. Ausrüstung. Leichte Legierung, hier haben sie nichts weiter verfügbar. Kraftwerk. Der ist verbaut. Oh, der kostet aber auch eine halbe Mille.
Ja, das ist nicht so schön. Antriebsnachladung. Ja, das wäre eigentlich. Der hier wäre gut. Zwar nicht ganz so kraftvoll wie der, aber dafür günstiger. Ah, den nehmen wir. Den nehmen wir. Schubdüsen. Modul überschreitet maximale Masse. Reaktorbucht. Genau, Kraftwerk können wir nicht. Einfacher Aufklärungsscanner. Ja, okay. Was anderes haben die hier wohl auch nicht? Dann Lackierung. Ach so, geht nicht. Ja, okay, dann würde ich doch mal sagen. Händler, Händler. Krämer, na also. Aufklärer, Erkunder. Ja. Kampf, Neuling. Ist das. Ja, das ist alles, was wir haben. Alles klar. Dann, ja, wär's das. noch einmal auftanken. Und haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Bei Gelnert nachsehen. Freelancer Report. Aha. Haben wir denn hier irgendwie. Sind nicht alle. Tja, stimmt nicht hier. Der Freelance Report ist eigentlich immer ganz nett. Distant Worlds Flagship anticipates Jack's arrival. Ah, die machen eine Distant Worlds Expedition Gala. Ein Erkunder, einer der ja, Leute von dieser Expedition kann allerdings nicht teilnehmen. Commander Olivia Vespera. Pilot oder Pilotin des Fleet Flagship. Ein Typ 9. Getauft auf den Namen Zombie Wasp 4. Aha. Die ist am Beagle Point. Jumponium. Ein, Jumponium ist also so ein Zeug, das man in Frameshift gibt und dann kann man weiter springen. Das ist schön. Ohne es wird Vespera nicht die Möglichkeit haben, nach Hause zurückzukehren. Interessant, interessant. Also, naja. Gut, dann würde ich doch mal sagen, machen wir hier eine kurze Pause, liebe Freunde. Es sind ja schon interessante Sachen passiert. Unabhängig, neutral, Föderation, wohlgesinnt, wohlgesinnt. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, ne? Wenn wir Elite Dangerous spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und naja, bis dann.